Herzlich willkommen zum zweiten Teil von Let's Play Here Comes the Pain mit John Cena. Im ersten Teil hatten wir uns den US Champion Titel geholt. Und jetzt sind wir in der vierten Woche. Und wir werden mal sehen, was auf uns wartet. Gucken wir mal, ob wir irgendwo hingehen können. Aber nichts weiter Wichtiges. Dann gucken wir mal, ob wir ein Match haben. Oh, da haben wir aber ein Triple Threat Match um den Titel gegen Chris Benoit und Eddie Guerrero. Es wird eine harte Nuss. Mal gucken, ob wir den Titel behalten können. Und da geht es auch schon los. Als erstes kommt Chris Benoit. Ein sehr harter Hund. Mit dem wird es schwer. Und da kommt auch schon wieder Eddie Guerrero mit seinem schönes Tänzchen. Er will sicherlich seinen Titel sofort wieder zurückhaben. Weil gegen ihn hatten wir ja den ersten Teil gewonnen. So, und jetzt kommt der amtierende US-Champion. Den Gürtel sieht man leider nicht, weil sein T-Shirt drüber ist. Naja, können wir nicht ändern. So, hier nochmal ein paar wichtige Tipps zur Steuerung. Das ist auch schon los. Gleich beide gegen mich hier. Sieht so aus, als wenn sie erstmal zu zweit einen abfertigen wollen. Und dann den Rest unter sich ausmachen wollen. Oh nein. Jetzt greifen sie gegeneinander an. Oh, da kommt schon das erste Cover. Haben wir Glück gehabt. Match wird echt schwer und das wird auch lange dauern, dieses Match. Oh, der pinnt er ihn schon wieder. Oh. Jetzt werden wir uns mal gepflegt um einen kümmern, weil sonst sehe ich hier nicht viele Chancen für uns. Komm schon, John Cena. Jawohl. So sieht das gut aus. Ja, behakelt euch mal ein bisschen. Und dann nehmen wir uns jetzt den anderen. Ah. Oder auch nicht. Das war daneben. Das war ein Volltreffer. Nochmal Glück gehabt. Ja, sorry, wenn ich immer den gleichen Trick mache, aber er ist sehr effektiv. Ich hätte jetzt mal einen anderen Trick hier zu sehen. Jawohl. Und Eddie nimmt ihn sich gleich schon wieder vorher. Noch der Eisigste, der seinen Körper schon gelb hat hier, wie ich gerade sehen kann. Was wollen die denn alle bis da oben? Wenn man, oh, ein sehr schöner Sprung von Eddie. So, jetzt haben wir mal ein bisschen Zeit.
wenn man nur einen hier verprügeln kann. Das Beste ist, wir halten jetzt mal ein bisschen raus. So. Kann man aber hier auch nicht abbrechen von den Beinen. Jetzt greift schon wieder Eddie an hier. Ach man. Den können wir kontern. Oh, da geht es auch schon wieder los. Den haben wir mehr ein. Harte Attacke gegen Eddie. Ah, da kommt sofort wieder Chris Benoit. Das tat weh. Ah, da klingelt's. Ab! Eins! Zwei! Ah. Warum ging es denn nicht bis drei? So. Zurzeit sind alle schon ein bisschen gelb, aber das hilft uns ja auch nicht wieder. Und nochmal diese harte Attacke, diesmal gegen Chris Benoit. Und dann ist auch schon wieder Eddie da. Was wird er zeigen? Ein harter Angriff von ihm. Und da haben wir einen Finisher, jawohl. Gegen Chris Benoit. Da ist sofort Eddie wieder da. Ja, das ist das Verrückte am Triple Threat Match. Hat man einen ausgeschalten, kommt sofort der nächste. Hier hat man keine Pause, da klingelt es auch wieder. Wie ihr seht, bin ich schon leicht orange. Ich müsste echt das nächste Mal meine Attribute ein bisschen verbessern. Und da holt er auch schnell einen Stuhl. Schnell weg hier. Schnell weg. Jawohl. Müssen wir. Das tat weh. Scheiße, er nimmt mit dem Stuhl wieder weg. Aber den haben wir gut gekontert. So, jetzt müssen wir sehen, dass wir mal den Stuhl kriegen. Und dann können wir ja beide verkloppen. Aber er kontert immer wieder. So, jetzt mal ein bisschen Zeit. Ah, da steht wieder der nächste. Mann, die lassen mich echt nicht zuhören, aber dafür kassiere ich einen Schlag auf den Kopf. Und fast den zweiten. Und hopp, weg ist er. So, jetzt haben die beiden sich mal in der Rolle. Lassen wir die beide mal machen. Na kommt schon. Ihr zwei steht auf. Jawohl, jetzt hat's mal geklappt. Und zack, auf den Kopf. Jetzt sind wir beim nächsten. Oh, der ist schon verschwunden. Aber jetzt. Gehen wir nochmal raus zu ihm. Bringt nichts. Ein Hin und Her, ja. Und noch einmal. Und da klingelt's bei mir. Mann, Mann, Mann. Ich muss langsam mal hier kontern. Wird immer schwerer hier. Und da haben wir's. Und da haben wir auch einen Finisher für Eddie Guerrero. Und so wie ihr sehen könnt, habe ich noch einen und dem versuche ich mal durch Spin War zu gehen. Aber das wird wohl nicht. Der hat Kopfschmerzen, der taumelt durch Spin War.
So. Ja, daneben gesprungen. Oh. Das konnten wir kontern. Oh, und er kontert wieder. Mann, Mann, Mann. Was ist das nur für ein Match hier? Mit dem Vorschlaghammer. Das benutzen wir den Vorschlaghammer. Nimm das. Pack ihn wie schön wieder weg. Jetzt halt den Chris Benoit. So, machen wir nochmal. Das ist ein Finisher gegen ihn. Eddie Guerrero liegt immer noch am Boden. Das ist sehr gut. So, pinnen wir ihn mal. Eins. Zwei. Oh, immer noch nicht. Verpassen wir hier auch nochmal einen Finisher. Ich hoffe mal, ich kann ja bald meinen Pin. Ach, Chris Benoit steht auch schon wieder auf. Oh, und verpasst mir eine. Sicherlich wird er gleich Eddie Guerrero pinnen. Und dann war's das. Oh nein! Hab noch eine Chance. Oh. Nehmen wir uns ihn. Oh, auch nichts. Ach man. Meine Chance habe ich verspielt. Oh, jetzt sieht's gut aus. Aha. Voll auf den Kopf. Was haben die beide jetzt bloß vor? Oh, er holt einen Tisch. Was wird er denn damit vorhaben wollen? Oh nein, oh nein, oh nein. Zum Glück. Wer ist das jetzt gewesen? Ja. Zwei mit einem Streich. Chris Benoit blutet auch schon. Ich hoffe nur. Wir können ihn jetzt pinnen. Schnell, schnell. Komm schon, Cena. Komm, komm, komm. Ach man. Wieder nichts. Dieses Match wird nicht so schnell zu Ende sein, ja. Da kommt er schon von oben angesprungen, Eddie Guerrero. So schnell wird das echt kein Ende haben hier. Dieses Match. Jetzt stehen die beide dumm da, aber. Das wird so jetzt gewesen sein, ne? Eddie Guerrero. Also ich bin da. Ich könnte mich da mal befreien. Nochmal unseren Finisher. Müssen wir ihn nur loswerden. Und da steht aber auch schon wieder Eddie Guerrero. Ich hasse es. Hat man echt keine Ruhe beim Triple Threat Match. Oh, Mann, 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 hier liegt man mehr als ein Zimmer. Was wird er zeigen? Seinem Finisher. Oh, das tat für uns beide weh. Seine Kopfnuss. Können wir rauskommen? Nein, das war's. Mist. Schade. Ach, ein harter Kampf. Aber wir haben leider den Titel verloren. Ach man. Wie gesagt, das ist echt ein harter Hund, der Chris Benoit. Wie man sieht, er blutet und gewinnt sogar noch den Titel. Ach, den müssen wir uns wieder irgendwie zurückholen. Ich weiß auch noch nicht wie. Er freut sich wie verrückt. Ja, mal sehen, vielleicht können wir uns ja den Tag-Team-Titel holen.
Mal gucken, mit wem wir uns diesen Titel holen können. Wer kämpft denn hier noch? Kurt Angle und Rey Mysterio gegen Big Show und Shelton Benjamin. Kurt Angle gewinnt. Und Undertaker gegen Brock Lesnar. Brock Lesnar gewinnt natürlich. So, jetzt haben wir hier die erste Großveranstaltung für uns. Backlash. Bin ja mal gespannt, ob wir mit eingeplant sind oder nicht. Ich bezweifle es, dass wir mit eingeplant sind. So, wir gucken mal, ob wir unsere Attribute verbessern können. Geht leider nicht. Schade. Gucken, wo wir hingehen können. Gehen wir ins Manager. Im Managerraum gehen wir jetzt mal zum Manager. Title Shot. Ein Tag Team Titel. Gucken wir mal, welche Partner wir finden. A-Train, Tajiri, Steven Richards, Shane O'Hare, Rhino, Matt Hardy, Brock Lesnar, Big Show. Ja, wen nehmen wir denn? Ich würde sagen, wir nehmen Brock Lesnar, wäre ein bisschen unfair. Nehmen wir Rhino. So, wir können hier auch fragen, ob wir von SmackDown zu Raw wechseln können. Wir machen mal nicht Transfer. Wir kämpfen uns mal durch hier bei SmackDown. Gerade jetzt, wo wir einen Titelkampf haben. Und da ist er schon gegen Shelton Benjamin und Charlie Haas. The Heartbreak Kid. Shawn Michaels. Das müssten wir beide jetzt sein. Jawohl. Name Default. Naja. Musik ist auch nicht gerade so das Beste. Gucken, ob die anderen was Besseres haben. Ah, das sieht schon gut aus. Ja. Ich hoffe mal, dass wir beide diese besiegen können, damit wir den nächsten Titel Champions sind hier. So, jetzt sehen wir auch, wie Tag Team geht mit Abklatschen. Ah, das ist wichtig, das habe ich vorher nicht gewusst. Und dann geht es auch schon los. Die fackeln nicht lange hier. Und die haben auch schon wieder einen Finisher von Anfang an, weil sie echt nicht verstehe. Schön hier Zusammenarbeit mit Rhino. Ah, weil ich getauscht habe, kann ich jetzt sogar Rhino lenken. Wunderbar. Das Monster Rhino. Komm, steh auf. Komm. Oh, Rhino. Jawohl. Was macht denn John Cena da? Er bringt einen Stuhl rein. Warum denn? Der Ringrichter entfernt sofort auf diesen Stuhl. Ich wusste nicht, warum er jetzt diesen Stuhl geholt hat, aber naja. Bis jetzt brauchen wir ihn nicht. Das ist ein sehr leichter Gegner hier. Oder auch nicht. Oh nein. Und jetzt kommt seine Partnerin. Charlie Haas. Mal gucken, wie es hier läuft. Das wird so in die Ringecke. Schönzin habe ich jetzt geschlagen. Boah, ein harter Hund, dieser Rhino.
Boah, jetzt hebt er ihn aus. Welche Kraft. Und schmeißt ihn weg. So. Nochmal gute Zusammenarbeit hier von Rhino und Schalzina. So, gucken wir mal. Boah, wunderbar. Das klappt ja mit den zwei. Denke ich mal, habe ich einen guten Partner rausgesucht für Schanzina. Jetzt müssen wir bloß noch diesen Titel gewinnen und dann alles richtig gemacht. So, dann machen wir nochmal Zusammenarbeit. Na, nochmal das gleiche Mist. Dieser Rhino gefällt mir immer mehr. Er hätte fast seine Finisher eingesetzt. Oh, einen Sprung hinaus, aber er hat nicht getroffen, Charlias. Ich weiß nicht, was da los ist. Der wechselt wieder, Charlias. So, den ersten haben wir niedergestreckt. Ah, der kommt auch aus Shelton Benjamin. Er springt über mich drüber. Oh Gott. Das wird's da gewesen sein. Oder? Ich hoffe es nicht. Ich konnte nicht einmal diesen Tag-Team-Titel gewinnen. Mann, oh Mann, bin ich schlecht. Mann. Da war es doch keine gute Wahl, dieser Rhino. Diese beiden können gut lachen. Sie haben Titel behalten. Und hier Rhino, völlig fertig am Boden. Und John Cena. Oh Gott. Naja. Das nächste Mal. So, wen haben wir denn noch? Undertaker gegen Big Show. Und Brock Lesnar gegen Kurt Angle um den Titel. Mal gucken, wer der nächste Titel Gewinner wird. Brock Lesnar hat den Champion-Titel gewonnen. Ja, da. Werden wir wohl demnächst gegen Brock Lesnar kämpfen müssen. Da kommt denn hier? Der King. Ich möchte keine Challenge mehr. Ich möchte den Tag Team Titel nicht haben. Ich will mich wieder alleine durchkämpfen. Alleine bin ich irgendwie besser dran. So, und dann speichern wir hier mal kurz. Das kommt nach jeder Großveranstaltung. So, und da sind wir wieder in der ersten Woche im Mai. Und das war's doch jetzt erstmal. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Teil wieder rein. Macht's gut. Tschüss, euer Olga.